So, da sind wir wieder. Bis auf einen Freistoßpfiff nichts verpasst in diesem zweiten Viertelfinale. Abschluss von Keke Maximilian Topp, den ich nur noch erwähne, wenn er wirklich gute Dinge macht. Weil wenn ihr ein Trinkspiel hier gemacht hättet vor dem Bildschirm, für jedes Mal diesen Spielernamen aussprechen, ihr werdet nicht mehr dabei, glaube ich. So auffällig ist hier der Topscorer des bisherigen Turniers. Also Werder Bremen gegen Fortuna Düsseldorf. Fortuna bei der ersten Turnierteilnahme mit der großen Chance auf den Einzug in das Halbfinale. Aber die Bremer Favorit. Ganz, ganz überzeugendes Achtelfinale gespielt. 4:0 Erfolg gegen Mainz 05. Die Düsseldorfer in einem ganz dramatischen Spiel sich im 9-Meter-Schießen mit 6:5 durchgesetzt. 4:4 ging das Spiel nach der regulären Spielzeit aus. Also Dramatik im Rheinland-Derby. Und jetzt eben die Norddeutschen. Oder Topp dem Düsseldorfer Justin Francis schon die Brille vom Kopf gehauen, aber gute Reflexe bewiesen, aufgefangen. Ligentechnisch werden die Bremer Favorit. Tabellenzweiter der Regionalliga Nord, die höchste U16-Spielklasse. Die U17-Teams spielen dann, wenn sie da für qualifiziert sind, in der U17-Bundesliga. Und für die U16-Teams ist dann die nächsthöchste Liga die Regionalliga, die quasi zweite Liga für B-Junioren. Ist also nicht erlaubt, dass die U16 und U17 beide in einer Liga spielen. Die Düsseldorfer in der Niederrheinliga, das ist zu vergleichen für alle hier aus der Heimat mit der Westfalenliga. Da also ligentechnisch der Favoritenstatus bei den Bremern, die sicherlich auch im Turnierverlauf sich zu den Mitfavoriten ja aufgeschwungen haben durch wirklich tolle Leistung. Und auch tolle Spieler. Nicht nur Topp, sondern auch zum Beispiel Liam Bennett Kümmeritz, der im Achtelfinale mit dem Doppelpack richtig aufgetrumpft ist. Aber die Düsseldorfer hier eben mit dem körperlich stärksten Spieler Jubis Matiba Ticha. So, erste Offensivaktion der Veteraner. Bandenabpraller nochmal genutzt. Das ist der Treffer. 1:0 für Werder Bremen. Torschütze Justin Schäfer. Sehen wir hier nochmal, über die Bande den Mitspieler anvisiert. Dann aber nochmal unfreiwillig quergelegt auf Elmen Mekic. Aber dann vollendet. So, nächster Abschlussversuch. Also, der zweite Bremer Block in Pfosten hier. Der für die Führung sorgt, nachdem wir hier immer die anderen vier Jungs so gelobt haben. War ja eine der Fragestellungen für die K.O.-Runde. Ist der Bremer Kader breit genug aufgestellt? Weil natürlich das Auffällige die Toraktion waren. Was für ein Tor! Körpergröße umgemünzt in Schussgeschwindigkeit. Achtung, festhalten, anschnallen. Reingezimmert. Netzbelastungstest durch Jubis Matiba Ticha. Was für ein Tor für den Hünen.
der Düsseldorfer. 1-1. Ein Spiel reklamiert von den Düsseldorfern. Hier der Ballgewinn von Mathis Richter. Nummer 5 von Werder Bremen. Und da war Yusuf Erten auf dem Weg zum 2-1. Gestoppt von Martin Fu. Den Keeper der Düsseldorfer. Also offenes Viertelfinale bis dato in den ersten 6 Minuten dieser Partie. Düsseldorfer ja mit ihrer allerersten Freeway Cup Teilnahme. Da wäre der Einzug ins Halbfinale schon ein Ding. Wobei jetzt die Bremer erstmal wieder offensive Akzente setzen. Justin Schäfer hier wieder geblockt. Letzter Freistoß für die Düsseldorfer, gepfiffen von Schiedsrichter Schäfer vom TuS Tengern. So, nächster Schuss versucht, da war eine Menge Platz für Era Isik. Schäfer im Weg, konnte er nichts für. Könnte jetzt aber zu einer unglücklichen Situation führen. Nein, dafür hat Bremia den Rückhalt im Kasten. Und der Treffer für die Düsseldorfer. Sofort der Blockwechsel angezeigt. Bitteres Ding im Viertelfinale. Schauen wir gleich drauf. So, Bremen hat gewechselt. So, da ist Top. Viel Pass. Düsseldorf kontert. Schwarz versucht, da Nico Garic zu stoppen. Armer draußen, deswegen jetzt der Freistoßpfiff für den SV Werder Bremen. Genau, gibt noch mal eine Ermahnung. Oh, Schwarz. Das ist Top. Und nicht so richtig in dieses Finale. Dieses Viertelfinale reingekommen ist. Das wäre die nächste, ja, schon faustdicke Überraschung, wenn die Düsseldorfer sich hier durchsetzen könnten. Aber 6,5 Minuten sind noch zu gehen. Das Ding ist noch lange nicht entschieden. Klasse Ball jetzt von Top. Das ist Kümmeritz. Kopfballversuch von Niklas Tippe. Ball Düsseldorf. Jetzt wenig Spielkultur. Da geht es jetzt eher darum, diese Führung ins Ziel zu bringen. Wenig spielerische Ansätze. So, Schwarz auf Top, der ablicht. Schwarz wollte querlegen. Kümmeritz geklärt von Francis. Oh, Fehlpass. Kontermöglichkeit. 3 gegen 2 jetzt für die Düsseldorfer. Da war mehr drin. Daniel Bunk mit dem Abschluss.
So, top wieder. Der dritte Mann war dann zu viel. Bremen kommt nicht so richtig in die Abschlussposition. Düsseldorf verteidigt das sehr gut. Schwarz. Top. Kümmerich. Wieder Schwarz. Abschlussversuch, aber auch das geht in die obere Etage. Ricardo Philippe Schwarz. Hier Martin Fu. Langer Abwurf wieder. Also Düsseldorf fällt fußballerisch wenig ein. Langer Ball. Abpraller auf den zweiten Ball gegangen. Mehr ist es dann zurzeit auch nicht. Es reicht aber, um diese Führung hier weiter zu verteidigen. Bremen kommt nicht in die gewünschten Abschlusspositionen rein. Hier die nächste Möglichkeit für Düsseldorf. Frau Kümmeritz. Versuch. Lennart Wagemann am Ball für Düsseldorf. Verliert das Spielgerät jetzt. So, das ist top. Schwarz. Den Schädel haben bekommen. Top will die Bälle in den Fuß haben. Sich gerade da aufgeregt. Hier wieder Martin Fu, langer Abwurf. Es ist immer das gleiche Spiel. Klar, mit so einem Brecher da vorne. Durchaus eine Möglichkeit. Gut gelöst hier. So, Überzahl, wenn es schnell geht. So, das ist top. Licht klasse quer. Schwarz. Über die Bande. Sie kommen nicht in die Abschlüsse. So, das ist wieder top. Und das hat wehgetan. 2 Minuten Zeitstrafe. Gibt es nochmal heiße Diskussion. Top kann das nicht nachvollziehen. Klar. 3 Minuten vor dem Ende bei einem Torrückstand. Ich glaube, es war kein brutales Foul, es war eine unglückliche Situation. Die Täter werden auch schon angerufen hier. Ist da Maurice Röttgen, der da liegt. Gucken wir mal bei die Szene noch. Haben. Jetzt gibt es den Applaus der Kreissporthalle. Gute Besserung natürlich an dieser Stelle. Oh, hier war es noch gerade so eingefangen, habe es jetzt noch nicht richtig erkennen können. Also Unterzahl für Werder Bremen. Bei 1:2 Rückstand. Drei Minuten vor Ende der Partie. Wenn Düsseldorf jetzt gut ausspielt, gibt es hier die 2-Tore-Führung für die Rheinländer. Und dann wird es brutal schwer. Und dann wird die nächste Überraschung perfekt. Oh, Bremen jetzt mit Torwart attackieren. Dadurch doppelte Unterzahl in der eigenen Hälfte logischerweise. So, große Möglichkeit. Klasse pariert hier. Von Backhaus. Und dann sitzt der Treffer. Was für eine Bude. Bremen darf auffüllen. Lennart Wagemann schiebt das Tor zum Halbfinale. Ganz weit auf. Was für ein Treffer. Wunderbar eingefangen hier. Oben links in den Giebel versenkt. Und der nächste Treffer. Und das wohl die Entscheidung. Durch Jubis Matiba Ticha.
Also, faustdicke Überraschung. Da ist für Werder Bremen so ziemlich alles schiefgelaufen, was schieflaufen konnte. Und damit scheidet auch Top aus. Und damit wird es arschschwer, den Topscorer-Titel, aber auch den Titel Spieler des Turniers zu gewinnen. Hier nochmal die Abschlussmöglichkeit. Wieder nicht drin. Also ich sage es ganz ehrlich, ich gönne das den Düsseldorfern und finde es trotzdem schade, dass wir uns von Top verabschieden müssen. Da haben wir nochmal. Also letzte Minute, die wir hier mit ihm nochmal genießen. So, Schwarz da jetzt im Tor als fünfter Feldspieler für den SV Werder. So, 4 Sekunden waren abgelaufen. Freistoß damit für die Düsseldorfer. 50 Sekunden noch auf der Uhr. 3 Tore. Glaube gern an Wunder, aber das wird nichts mehr. Also wir werden Fortuna Düsseldorf bei der ersten Turnierteilnahme im Halbfinale sehen. Noch 36 Sekunden auf der Uhr. Nächster Versuch. Elmin Mekic. Treffer zählt nicht. Freistoß nochmal für Werder Bremen. Ja, die einen tollen Auftritt hingelegt haben, kann man nicht anders sagen. Die uns großen Spaß bereitet haben, den wir gratulieren zu einem tollen Turnierauftritt und freuen uns dann natürlich auf Fortuna Düsseldorf im Halbfinale und bin sehr, sehr, sehr gespannt, wie weit es für die Rheinländer hier noch geht. Klappt also der Finaleinzug bei der ersten Turnierteilnahme. Also, das war's. Glückwunsch nach Düsseldorf zu einem 4:1 Erfolg gegen Werder Bremen. Jetzt Schichtwechsel. Moritz Knorr macht weiter mit den beiden.